ziemlich große Sprengkraft, wenn zwei Menschen aufeinander zugehen. Wenn sie nur eben einen One-Night-Stand haben wollen und mal eben ins Hotel gehen und das abarbeiten, das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, wenn man näher kommt und zusammenbleiben will. Und deshalb das nächste Bild. Wie kann das passieren? Ich habe euch gesagt, dass diese Pfeile sehr unterschiedlich sind. Die schwarzen sind unsere Anteile, da kommen wir nicht aus uns raus. Das muss man in Liebe zugestehen. Das ist so. Ob die bearbeitbar sind oder nicht, wird das Leben zeigen. Diese blauen sind die Hoffnungspfeile, die wir rausgehen, wo wir mal ein bisschen aufmachen, aber nicht wissen, ob die anderen aufmachen. Das ist unser Hoffnungsanteil, wo wir darum kämpfen, mit einem anderen Menschen wirklich in echten Kontakt zu kommen. Und wenn wir keine Angebote machen, können wir nicht erwarten, dass die anderen das machen. Also wenn ein Mensch zu ist, wie soll man an ihn rankommen? Und dieser rote Pfeil zeigt die Problematik, dass es gelingen kann, dass man von Herz zu Herz, Beethoven hat, glaube ich, eine seiner Messen überschrieben mit dem Titel, kommt von Herzen und soll zu Herzen gehen. Versteht ihr, wonach wir uns sehnen? Wir sehnen uns nach einer wirklich wahrhaftigen, ehrlichen, glaubwürdigen Herz-zu-Herz-Kommunikation. Das heißt, wenn ich Manu selten genug sage, ich liebe dich, ja, dann würde ich in meinem gereiften Alter es gerne wirklich sauber machen. Ich würde keine Absicht haben. Ich möchte ihr das schenken. Und ich würde gerne, wenn sie das sagt, dass sie das auch nicht macht und nach meiner Rente schiebt. Versteht ihr das? Dass man wirklich im Geschenkcharakter nicht nur austauscht, sondern beschenkt, nimmt Arbeitsteams. Wenn man sich so kennenlernt, wenn man sich so schätzen lernt, das heißeste Arbeitsteam, was ich in letzter Zeit kennengelernt habe, in den letzten 50 Jahren, ist ja Kohn und Gorbatschow. Die sitzen beide, der Kohn so dick und fett wie er ist und der Gorbatschow so klein daneben, ist ja genau das Gegenteil gegenüber den Ländern. Deutschland so klein, Russland so groß. Die sitzen am Rhein und verstehen sich nicht. Die konnten sich nämlich nie leiden. Die Chronisten behaupten, dass es sich erst gewandelt hat, als es bei beiden eine Lücke gab. Und wisst ihr, wer die Lücke war? Sie hatten beide Brüder im Zweiten Weltkrieg verloren. Das war die Stelle, wo sie offen waren, um sich von Herz, von Bruder zu unterhalten. Ein Detail, warum die Berliner Mauer fallen konnte ohne Krieg. Und da soll mir noch mal einer sagen, das wäre alles, was weiß ich, nicht so wichtig. Bis in die große Politik. Mensch, bin ich froh, dass Angela Merkel Russisch kann. Was sie mit Sarkozy quatscht auf Französisch, das ist mir völlig egal. Aber was sie mit so einem wirklich problematischen, großen Bereich wie Russland auch emotional machen kann, dass sie auch Russisch spricht und versteht, das gefällt mir sehr. Teil, der mir immer gefällt. So, und jetzt kommt der Hammer. Und das ist genau das Problem, wo, glaube ich, viele sagen, oh. Wir haben nämlich eine, ich sage es mal vorher erstmal, warum viele Menschen nicht zusammenkommen. Ist ein Machtfaktor. Wenn ich ihn nämlich nicht bei mir ranlasse, dann hat er keinen Zugriff. Aber ich kann vielleicht irgendwas suchen, wo ich ihn packen kann. Jetzt sagt aber die Bibel nicht, du sollst Macht über einen anderen ausüben, sondern du sollst Acht auf ihn haben. Guckt euch jetzt mal diese Zeichnung da oben an. Der biblische Auftrag ist, Acht zu haben und Acht zu haben, von beiden Seiten aus. Geht also anständig miteinander um.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wir setzen den gefährlichsten Buchstaben, würde ich sagen, im Alphabet, da mitten rein und wir machen aus Acht von beiden Seiten aus Macht. In Partnerschaften weiß man das. Wenn sich Männer und Frauen nicht darüber einigen können, ob man erst miteinander redet und dann miteinander schläft oder erst miteinander schläft und dann miteinander redet, dann sind also Generationen von Menschen nicht möglich, weil da nichts klappt. Wenn man in der Kommunikation nicht darauf achtet, dass dieser Machtfaktor einen immer beherrscht, immer, man hat immer ganz bestimmt auch Absicht. Wenn man diesen Machtfaktor aber mal ausspricht, und er wegfällt, weil der andere auch informiert ist, dann merkt man auf einmal, das Ganze gewinnt eine ungeheure Power, weil immer mehr rote Pfeile entstehen. Ihr werdet merken, dass diese Ergebnisse jetzt nicht in 5 Minuten zu erreichen sind. Darum habe ich euch letztes Mal den Vers vorgelesen. Seht mich an, ich habe eine kurze Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden. Kommunikation, Liebe, Leben im Glauben hat alles was mit Arbeit zu tun. Es ist nicht einfach nur, dass man seinen dicken Hintern hier hinten in die Kirche setzt und sich geistlich befriedigen lässt und dann nach Hause kommt. Sondern es ist die Herausforderung, Mitarbeiter Gottes zu werden, deshalb steht das M nicht nur für Macht, sondern vielleicht auch für Mensch oder für Mitarbeiter Gottes. Und dass an dieser Stelle die Frage ist, auch wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, wollen wir das wirklich? Oder wollen wir einfach so Solisten nebeneinander in der Reihe schön aufgereiht sein und ansonsten geht es uns, mit uns unser Leben auch gegenseitig nichts an und so, lass mich in Ruhe, ich lasse die auch in Ruhe. Was ist das Geheimnis von gelingender Gemeinde? Machtfaktor ist auch interessant, was ich festgestellt habe, dass man sich mit frommen Worten hinstellt und Forderungen stellt. Das klingt dann immer ganz gut, ist aber ein Machtfaktor. Dass man sich mit seiner Funktion einbringt und Macht ausübt und Wirklichkeit gestaltet, so wie man das will, hat man mir lange unterstellt. Vielleicht bis heute noch, weil ich ein Machtmensch bin. Ich finde es toll, dass in dieser Gemeinde alles passiert, nur nicht das, was ich will. Ja, es ist so. Ich kann auch nur noch, und das ist gut so, meine Ideen einbringen und andere entscheiden lassen. Also der Machtfaktor ist dann weg. Aber ich weiß eben, dass viele Menschen das nicht durchschauen, welche Mächte zwischen ihnen stehen, um es unmöglich zu machen, dass sie wirklich miteinander reden von Herz zu Herz. Guckt euch doch die Ehepaare von vorne mal an in Veranstaltungen. Ja? Auch hier in dem Gottesdienst habe ich schon welche gesehen, die saßen wie Salzsäulen nebeneinander und du wusstest ganz genau, da läuft nichts. Woher kommt das? Doch nicht, weil die beiden blöd sind. Oder unmenschlich oder sowas. Nein. Die lassen die Machtfrage zwischen sich, wie kann man das sagen, so aufquellen. Versteht ihr? Immer weiter bringt es uns auseinander. Da fangen junge Paare an und lieben sich. So, was kommt heute als Machtfaktor da rein? Karriere, die Kinderfrage, was gibt es noch? Lars, was meinst du? Die Standortfrage. Die Standortfrage, genau, ganz wichtig. Die Versorgung. Ja, die Versorgung. Und noch eine ganz große Machtfrage. Wenn ich jetzt diesen einen Menschen habe, und der ist ja schon toll, aber wenn der abgelutscht ist, vielleicht gibt es noch einen tolleren, soll ich mich festlegen? Aber nein, ich lutsche mir so alle durch, die ich kriegen kann.